Zurück bei Story of Seasons Pioneers of Olivetown. Haben wir in der letzten Folge 3 Diamanten gefunden? 3 Diamanten. Aber immer noch kein Aurikalkos. Keine Ahnung, ob das vielleicht so ein mythisches Erz ist, was man nur an Vollmond findet. Im dritten Zyklus des Jupiters. Und das Eichhörnchen dann Lambada tanzt. Kann möglich sein. Ey, haltet es nicht für unmöglich. Das sind Eichhörnchen. Die wissen, was sie tun. Oh nein, ich muss gießen. Verdammt. Es hat aufgehört zu regnen. Ah. Ich meine, es ist ja schön, dass es aufgehört hat zu regnen, aber... Aha. Voll nicht mit gerechnet. Fünf Felder kann ich gießen, okay. Drei. Und einmal muss ich dann sogar nachtanken gehen. Ja, verdammt. Vier. Fünf. Und nachtanken gehen. So. Tada! Steinchen abbauen. Jetzt mal wieder hier alle so ein bisschen für Ordnung reinpacken. So. So. Na. So. So. Und so. Der Baum kann erstmal noch bleiben. Wie ich immer daneben ziele, ne? Aber immer gekonnt. Wie ein Profi, würde ich sagen. Wie ein Profi ziele ich daneben. So, zum Dorf der Erdgnome, bitte. Einmal meine Ware abholen, ne? Ich meine, ich bin ja hier ganz heimlich der Dealer. Und die Gnome, die beliefern mich ja, ne, mit meiner Ware. Oh, die wuseln hier alle rum, wie blöd. Biegsames Holz, hartes Holz. Biegsames Holz bekomme ich jetzt schon von dem. Das ist doch schon mal schön. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, was ich bekommen habe, aber bestimmt auch was Schönes. Eisenerz, Silbererz und Stein. Und jetzt bringt er mir beim nächsten Mal wieder noch bessere Sachen. Das ist doch schön. Nein, nicht zurück zum Hof. Ach, Mann. Ein Ladebildschirm zu viel. Weil ich wollte zum uralten See. Mal gucken, was da jetzt sich jetzt ergeben hat. Oh, guck mal, der ist schon gut abgepumpt. Der ist schon gut abgepumpt. Boah, das dauert aber auch noch, bis der fertig ist, ey. Ich könnte natürlich jetzt helfen. Aber ich glaube, da sollte ich dann eher noch ein paar Pumpen bauen, damit das dann vielleicht wieder abgepumpt wird. Wow. So, einmal wieder auffüllen. So, die Axt.
Dann kümmern wir uns mal ganz kurz um unsere Hühner. Zack. Zack und Ei. Ah, und rauslassen sollte ich sie auch noch, ne? Versteht sich ja von selbst. Kommt raus, ihr Süßen, kommt raus. So. Schade, dass man damit diese Sachen nicht auch gleich aberntet. Das wäre eigentlich ganz praktisch. Auch schade, dass man hier nicht alles zubauen kann. So. Weg mit dir. So. Ich glaube, die Tiere fühlen sich auch wohler, wenn der Hof ein bisschen aufgeräumter ist. Na, einsammeln. So. Oh, mein Inventar ist schon wieder voll. Ich glaub's doch nicht, ey. Na, ganz voll ist es noch nicht. Jetzt ist es ganz voll. Mit einem Pferd bist du viel schneller unterwegs. Wenn du absteigen willst, drücke B. Naja, so viel schneller fühle ich mich jetzt auch nicht, aber okay. Oh nee, ich muss für die Kiste extra absteigen. Mann. Stein. Süßkartoffel. Und Tomaten. Okay, danke, 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 danke. Nehme ich doch gerne. So. Eier noch wegbringen. Ich habe noch Silber. Silber habe ich auch noch. Kann ich vielleicht schon wieder... Oh ja, ich könnte schon wieder so welche Dinger herstellen. So welche Pumpen. Würde natürlich dann wieder Sinn ergeben, wenn ich ein paar Pumpen herstelle. Sind wir ehrlich, also wenn ich so über das Ganze rüber reiten würde, würde das eigentlich normalerweise alles kaputt gehen. Bin ich froh, dass die nicht so ins Detail gehen. Das sieht gut aus. So, Eier weg. So, auch weg. Süßkartoffel weg. Tomaten weg. Archenmuschel weg. Joghurt weg. So, das Pferd kann da stehen bleiben, weil wir jetzt natürlich hier reisen wieder zum uralten See. Ach süß, die Katze liegt da schön auf dem kleinen Plätzchen. So, dann gucken wir mal, wie viel ich herstellen kann. Denn je schneller ich den See trocken lege, desto besser. Zwei Stück kann ich herstellen. Das ist in Ordnung. Errichten. Und errichten. Auch voll. Soll ich hier mal wieder Nachschub bringen?
Dann haben wir da jetzt 1, 2, 3, 4, 5 angeschlossen von 8. So, ich muss auch noch Kohle herstellen. Wow, 12 Stück. Zurück zum Hof. Ich hoffe, mein Pferd ist da noch. Ja. Gute alte Sunflower. Karo streicheln, Antje melken und Milch Plus sogar. Aha. Was ist Milch Plus? Damit bekomme ich dann dreimal Joghurt raus. Okay, ja, klar. Immer her damit, dreimal Joghurt. So. Hier kurz einmal nachfüllen. So, hier muss ich noch nicht nachfüllen. Okay. Dann, hallo, einsammeln, danke. Das wollte ich. So, alles ja. Pfützen sammeln. Ach, alles müssen wir jetzt hier machen. Ich habe immer nicht geguckt, was man mit dem Stoff machen kann. Ich wollte mal zur Schneiderin gehen. Mal gucken, vielleicht kriege ich ja da Rezepte oder sowas. Aber da ich das jetzt hier die ganze Zeit mit allen anderen Sachen beschäftigt bin. Ach, da oben ist noch einer. Gucken wir mal ganz kurz, ob da unten noch was ist. Oh, hier sind auch noch Blümchen. Bei Illusionssachen sollte ich auch noch mal gucken. Ja, hier, guck doch mal. Zack. Goldrosmarin. Und dann machen wir hier noch schnell das kaputt. Da brauchen wir auch einiges an Illusionsholz, ne? Na. Illusionsgras. Oh, berühmter Sichelschwinger. Wunderbar. Das nehmen wir natürlich auch gerne. Das war doch sowas von getroffen. So. So, schaffe ich es noch rechtzeitig? Theoretisch ja, praktisch auch. So. Verkaufen wir, verkaufen wir. Achso, jetzt kommt es erstmal im Winter. Die 3-Sterne-Mayonnaise. Flexiblen Stoff nehmen wir auch mit. Das wird eng wieder. Mach's wieder auf den letzten Drücker.
Festes Gras, Illusionsgras. So, Ziegelsteinchen weg. Könnte zeitlich noch passen. Ich muss nur mit ihr rechtzeitig sprechen, mehr nicht. Na komm. Was lädst du denn? Das Boot ist soweit fertig. Wir zünden die Raketen bald. Klingt gut. Danke für die Hilfe, Markus. Wie immer. Hehe. Ich mache ja nicht wirklich viel. Ohne die Vorrichtung, die du für uns gebaut hast, könnten wir dieses Babys gar nicht abschießen. Oh nein, ich habe das Feuerwerk vergessen. Buenas noches, Trople. Heute Abend veranstalten wir ein grandioses Feuerwerk. Stimmt, wenn du jemanden hast, der dir wichtig ist, solltest du ein bisschen Zeit mit ihm oder ihr verbringen und dir das Feuerwerk ansehen. Gut, das Feuerwerk soll bald anfangen. Ich muss mich auf den Weg machen. Nein, ich wollte doch zum Schneider. Ah. Das Feuerwerk ist ein ausgelassenes und beliebtes Sommerereignis in New Living. Wenn du jemandem nahestehst, könnt ihr euch das Feuerwerk gemeinsam ansehen. Es spricht aber auch nichts dagegen, wenn du dir allein einen schönen Abend machst. Rede einfach mit Nigel, wenn es losgehen soll. Und natürlich bleibt dann die Zeit stehen. Ah. Ja, die Rainer hatte ich ja vor. Das würde ja passen. Kann ich beim Bürgermeister jedenfalls rein und da irgendwas machen oder ist er auch zu? Nigel, wo bist du? Ich starte bald das Feuerwerk. Hast du ein gutes Plätzchen zum Zusehen gefunden? Natürlich. Schön, jetzt ist aber langsam Zeit, dass ich hier loslege. Das ist natürlich jetzt wieder ärgerlich. Zeit verschwendet, Zeit vergeudet. Oh, 9 Uhr schon wieder. Oh, egal, komm. Nicht aufregen, Tro, nicht aufregen. Das lohnt sich nicht. Grummel. Ich bin nur ein bisschen grummelig. So. Das ist echt ärgerlich. Ich weiß nicht, ob ich das Pferd jetzt zurückbringen muss oder nicht. Ansonsten steige ich jetzt hier mal ab. Und mach dann den Rest in der nächsten Folge, ja. Ach, die Gewürze könnte ich auch da reinpacken. Goldener Rosmarin. Okay, gut. Na, dann ist das halt so. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.